So, das ist mir gleich geschafft, genau diesen Moment zu stören. Und um das zu schaffen, muss auch ein Held zu sein. Alter, das war jetzt gerade creepy. Okay, ich finde mich einfach mal damit ab. Alles mit. Wer weiß, vielleicht Box. Alter. Sonst kann man nur zwei oder einen dabei haben, okay. Aber ihr seht, was das Auto aushält. Ein anderes Auto wäre jetzt einfach in die Luft geflogen. Jetzt durch die Stadt wieder rechts auf die Hauptstraße. Aber wir hatten Glück, dass wir so schnell kommen konnten. Wenn wir jetzt ausgestiegen gleich, dann ja, hätte er uns abschließen können, denn der Alter, was war das? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Also der große von den beiden, der kleine, der uns geraumt hat, meine ich, der weiß ich den Namen nicht. Ich glaube, Ifrit hatte ja, hier werde ich definitiv nicht anhalten. Hatte ja ein Geschütz darauf. Was ist das da rechts? Okay, da habe ich irgendwas gesehen, das es gar nicht gibt. Vielleicht das Tor, was weiß ich. So, hoffen wir, dass es nicht nochmal passiert. Aber naja, ohne das Auto wäre ich jetzt vielleicht tot. Andere wären, ja, einfach in die Luft geflogen. Oder ähnliches. So, Flughafen machen wir natürlich auf dem Helikopter. Oder sowas. Da wird wahrscheinlich auch am meisten los sein. Und da bin ich echt glücklich, die Sniper zu haben. Weil die bringt da dann nicht was. Also, so der Halbsniper. Weil das ist eigentlich nicht ein sehr Nahkampf. Man ist auf der einen Seite und in der Mitte sind die Gebäude und auf der anderen Seite ist vielleicht noch jemand. Und das war es halt. Also in der Mitte ist eigentlich nicht jemand. Nie jemand. Da ist man dann ja immer ziemlich auf den Fernkampf von einer Seite zur Mitte oder von einer Seite zur anderen Seite angewiesen, was dann teilweise wirklich weit ist. Also da bin ich mir nicht sicher, ob ich das mit dem Gewehr schaffe. Ich werde sowieso wahrscheinlich an dem Rand, an dem keine Gebäude sind, ja, entlang gehen. So, warum ich so zoome? Habe ich das angeguckt, damit ich so kleine Fenster habe. Also einfach mal zoomen, jetzt kommt es mir so vor, als hätte ich ein größeres. So, den Hunter werden wir dann auch mit ja, dem Motor anstehen lassen, um dann eben anderen Spielern keinen Vorteil zu geben. So, hier rechts rein. Da kurz anhalten. Und den Flughafen markieren. Das Terminal. Ich circa weiß, wie weit das entfernt ist. Also wir sehen jetzt knapp am unteren Ende. Naja, nicht ganz. Und das ist trotzdem noch 1,7 Kilometer entfernt. Also das ist schon was. So. Ich verwende jetzt mal die Außenansicht, damit ich sehe, wann ich das Fahrzeug versteckt habe.
könnte ja natürlich auch einfach. Okay, ich glaube, so ein Reifen von dem Auto geht nicht so schnell kaputt wie von anderen Autos. Das ist ein anderes Kaliber. Upsala. Ja, das hätte kein anderes Auto einfach so mitgemacht. Soll ich hier rein? Das auch nicht. Also ich schieße da ein paar Mal auf den Reifen. Wenn sich dann da nichts tut, dann ist egal, lass einfach stehen. Nee. So. Wir sehen es gut versteckt, weil wir es selber nicht sehen. Kraft checken. Jo, also das ist echt ein echt gutes, also ja, das war es dann aber auch, was man sieht. So. Okay, geht nicht. Wenn wir jetzt hier ganz schnell weggehen, weil die Schüsse uns natürlich verraten haben könnten. Wahrscheinlich eins der langweiligsten Teile vorerst, und zwar einfach von Gebüsch zu Gebüsch laufen. Und uns dann da kilometerweit vorkämpfen. Und mit der gescheiten Sniper könntet ihr uns von hier aus treffen, ohne Probleme. Einer oben drauf, bam, und wechseln wir. Solange wie ich da jetzt still gestanden bin, da war ich jetzt echt gutes Ziel. So, ich werde erstmal versuchen, bis etwas auf Geschwindigkeit zu gehen. Da ich nicht so gerne über das Feld renne. Was hier aber wahrscheinlich öfter vorkommen wird, weil so richtige Wälder gibt es hier eigentlich nicht, ne? War da einer? Kann nicht vorsichtig genug sein. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar ziemlich gering, aber nicht null. Gleich ins Flughafen Gelände. Ich werde wahrscheinlich irgendwo zwischendurch durchlaufen müssen. Aber jetzt brauche ich erstmal einen freien Ausblick auf den Flughafen, zu gucken, ob da überhaupt irgendwas steht, für das es sich lohnt zu kämpfen. Eindeutig tief. Also wir haben ja eigentlich einen sehr flachen Überblick. Nur über das, was nah ist. Das Gelände auch teilweise höher ist. Und wir nicht mehr bis hinten gucken können. Ich werde links gehen. Das kommt mir jetzt hier als sicherere Gelände vor. Ist da was?
sie doch an. Kann ich nicht sagen. So, Sprung. Und ab ins nächste Gebüsch. Sehr gefährlich auf jeden Fall. Also wenn da oben einer drin und bleibt mich 100%ig schon gesehen. Wieder auf 100 sein.